herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu der allerletzten Aufnahme von StarCraft. Zumindest von dieser Edition. Ja, also ich habe euch ja letztens Level 6 und Level 7 gezeigt bei der Protoss-Kampagne. Und heute werde ich euch das große Finale euch zeigen. Und dann, ja, sobald ich die Protoss-Kampagne durch habe, haben wir auch diese Edition endlich geschafft. Juhu, kann ich nur sagen. Und es tut mir leid, also ich hatte eigentlich vorgehabt, gestern noch aufnehmen zu wollen, aber ich konnte aus technischen Gründen gestern nicht aufnehmen, weil meine Internetverbindung ein bisschen rumgezickt hatte. Und ja, klar, okay, ich hätte zwar aufnehmen können, aber ich hätte nichts hochladen können. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm, nehmen es heute, also am Sonntag auf. Heute haben wir den 7., ne? Ja, den 7.12. Und ich hoffe natürlich, ihr habt gestern den Nikolaustag genossen. Und heute ist ja auch der 2. Advent. Also hoffe ich doch mal, ihr hattet zwei sehr schöne Tage. Ja, und wie gesagt, in 2 Wochen beginnen endlich die Weihnachtsferien. Das heißt, ich kann auch ein bisschen intensiver aufnehmen. Und das werde ich auch tun. Allerdings ist das jetzt erstmal die letzte Aufnahme vor den Weihnachtsferien. Deswegen genießt jetzt die letzten 3 Level von der Protoss-Kampagne, weil danach werde ich bis zum 19.12. erstmal nichts Neues aufnehmen oder so. Weil ich halt noch ein bisschen Schulstress noch haben werde vor den Weihnachtsferien. Das heißt, Klassenarbeiten muss ich noch schreiben. Und da möchte ich mich halt noch ein bisschen konzentrieren auf die Klassenarbeiten, bevor ich dann halt in den Ferien euch das Expansion-Set zeigen werde. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Nur, dass ihr dann Bescheid wisst. Und jetzt geht's endlich los mit der Protoss-Kampagne. Genau. Level 8. Tassada vor Gericht. Entaro Adun, Exekutor. Alles scheint verloren, aber dennoch müssen wir weiterkämpfen. Wir müssen Tassada finden und ihn aus den Klauen der Judikatoren befreien, bevor sie ihn wegen Hochverrats exekutieren können. Ohne ihn, so fürchte ich, gibt es keinen Weg, die Zerg und ihren Overmind zu besiegen. Zeratul und sein dunkler Templer sind verschwunden und haben uns allein zurückgelassen. Die Stimme hat sich verändert. Dass er da wohl richtig gehandelt hat, als er ihnen sein Vertrauen schenkte. Hier kommt eine Nachricht herein. Von Captain Raynors Kommandoschiff. Executor? Hier spricht Raynor. Hallo, Raynor. Helfen, wenn ich kann. Ja klar. Tassada hat mir und meiner Crew damals auf Char geholfen und die Schulden würde ich gerne bezahlen. Außerdem bin ich ziemlich weit von zu Hause weg und habe nichts als feindlich gesinnte Aliens um mich herum. Ich muss einfach irgendwas tun. Ist verständlich. Ihr sollt eure Chance erhalten, mutiger Mensch. Das sollt ihr. Ja. Das sagt er was. Der Phoenix. Also, vernichtet die Stasis-Zelle. Raynor und Phoenix müssen überleben. Cool, wir haben wieder Phoenix. Ah, schön. Das heißt natürlich, ich werde mit Phoenix auch wieder angreifen. Und so sieht's aus. Ja, und wir können endlich die sogenannten Träger, beziehungsweise ich nenne sie auch Trägerschiffe, endlich bauen. Super. Aber dazu sage ich euch gleich noch was zu den Trägerschiffen. Bis gleich. Gut. Also. Nee. Bevor ich das erkläre mit den Trägerschiffen, sollt ihr bitte erstmal ein paar Mineralien sammeln. Also, die Trägerschiffe sind die stärksten Flugeinheiten, die die Protoss bauen können. Und die können nur angreifen, wenn wir sogenannte Interzeptoren bauen, die halt 6 Schaden verursachen. Aber ihr denkt jetzt garantiert, boah, das ist ja so wenig. Aber... Die greifen ja nicht nur mit einem Interceptor an, sondern die greifen mit mehreren gleichzeitig an. Okay, zurzeit können wir nur 4 bauen. Das heißt, ihr müsst 4 mal 6 rechnen.
Das wären 24 Schaden. Aber später können wir auch noch eine Technologie entwickeln, wo wir, glaube ich, bis 8 Interkreptoren insgesamt bauen können. Und, wow, die Panzerung liegt jetzt schon bei 4. Wow, nicht schlecht. Okay, also wir müssen Tassadar jetzt befreien. In dem Level. Das werden wir natürlich auch tun. Ihr geht erstmal das Megas holen. Und du baust jetzt mal ein bisschen den Stützpunkt aus, bitte. So, schön in der Mitte. Ach ja, da könnte sich ja eigentlich hier auch wieder ein paar Dragooner auf den Plattformen hinpacken. Sehr gut. Und ich kann auch direkt Kanonen bauen. Fantastisch, ey. Das läuft ja einwandfrei. So, das müsste da eigentlich schon reichen. So, dann in der Ecke noch ein Pylonbaum. Oder, ja, okay, nicht ganz in der Ecke, aber so, damit ich die Kanonen hier am Rand bauen kann. Ah, ich hätte schön übertreiben. Ja, ja, ihr macht das schon, ihr macht das schon. So, da werde ich hier auch noch ein paar Kanonen bauen. Hier auch gleich. Ja, ja, macht das. So, und hier hinten kann ich dann hervorragend gleich bauen. Oh, scheiße. Ja, Jim Rayner ist jetzt die sogenannte Hyperion. Und ist halt ein schwerer Kreuzer. Ja, hau halt ab. Okay, dann eben nicht. Wie sieht's denn aus? Panzerung 4, ATS, Laserbatterie Schaden 30 und ATA Laserbatterie auch 30 Schaden. Ja, ist ja für den Anfang nicht schlecht. So, dann werde ich das gleich auch hier nochmal machen mit den Kanonen. Und hier am besten auch. Gut. Dann brauche ich gleich noch 2 Kasernen. Ah, nee. Ich baue jetzt mal hier ein paar Kanonen. Von hinten nach vorne baue ich. Ist am besten. Erstmal so die Grundverteidigung bauen. Euch schicke ich mal ein bisschen weiter nach hinten. So. Genau. Dann noch 2 Kasernen. Wer ist der da? Dann baue ich jetzt mal noch ein paar Pylonen. Ah, ja. Schön. Ja, ich habe das gesehen, dass er noch mit der Raupe kommt. Das habe ich schon gesehen. Gut. So, euch packe ich dahin. Dich packe ich hier hin. Und ich baue meine Schildbatterie auch mal hier unten. Und
dann den Kern und dann kann ich ja bald angreifen. Obwohl, ich glaube, diesmal lasse ich mal den Phoenix mal in der Basis. So. Okay, eine Fabrik. Raumportal baue ich auch natürlich zwei. Dann können wir auch gleich sehen, ob wir dann die Trägerschiffe bauen können, aber ich meine ja. So, noch ein paar extra Piloten bauen. Ich bin zurückgekehrt. Initialisiere. Jawohl, sieht doch sehr gut aus. Dann die Zitadelle. Den Support Dock. Und das Observatorium. Quatsch, was habe ich da jetzt gerade vorgelesen? Observatorium, so, mein Gott. Ah ja, und jetzt können wir den sogenannten Flotten-Signalgeber bauen. Jawohl. Sehr gut. Und damit können wir die Trägerschiffe ein bisschen upgraden und auch die Scouts. Apial-Sensoren entwickeln, erhöhter Sichtradius für Scouts. Gravitationsantrieb entwickeln, schnellere Scout-Bewegung. Und Trägerkapazität erhöhen, plus 4 Interkryptoren maximal. Ah ja, also können wir das schon ab diesem Level schon entwickeln. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt noch weitere 4 bauen. Also 8 können wir maximal bauen, okay. So, dann müsst ihr das Ganze mal 8 rechnen. 8 mal 6. Das sind 48 Schaden. Nicht schlecht. Okay. Dann noch alles entwickeln. Ah ja, und jetzt können wir endlich unsere Lufteinheiten auch bis zur maximalen Stufe leveln. Sehr gut. Lol. Ja, der ist mit ein paar Berserkern geflohen. Aber das juckt mich jetzt erstmal nicht. Die Schmiede noch. Ach, wie toll. So, jetzt werde ich ihn ein bisschen ärgern. Wir werden angegriffen. Ah, komm, mach das mal schnell mit dem Shuttle. So, die Raupe steht eigentlich perfekt dort. So, da kommt ein Beobachter hin und her. Ja, und jetzt können wir auch die Trägerschiffe bauen. Allerdings, ihr seht richtig, die Einheitenkapazität beträgt bei den 6, das ist ganz schön viel. Aber naja, werden wir schon überleben. Oh, und jetzt können die sich auch schneller bewegen. Super, super, super. Das gefällt mir. Oh, geil. Endlich können wir Trägerschiffe bauen. Hat auch lang genug gedauert. Und ich werde natürlich mit den Trägerschiffen angreifen. Weil die einfach hammergeil stark sind. So. Also ich drücke immer die I-Taste. Damit es auch ein bisschen schneller geht. Ansonsten. Werde ich jetzt nur noch die Dragooner auf den Plattformen hin platzieren und dann greife ich an. So, ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu lange dauert. Nee,
Es läuft sehr gut bis jetzt. Okay, hier kann ich ungefähr schätzungsweise 5 bis 6 Dragooner hinpacken. Na toll. Gut. Und so sieht es aus, wenn die Trägerschiffe angreifen. Ja, ich baue da mal noch genügend. Ich bin zurückgekehrt. Dragooner. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Wo ist die eine Sonne? Da. Ich bin zurückgekehrt. So, dann baue ich hier nochmal einen Pylon. Jawohl. Jetzt läuft es sehr gut. Gut. Wir werden angegriffen. Ja. Übertreib halt. Na komm, Triaschiff, hilf mal ein bisschen mit. So. Wo habe ich mein Shuttle? Da. Na, Raupe, kommst du da noch durch? Ach, das ist immer so eine feine Arbeit. Da muss man genau das machen, sonst kriegt man die Dragooner nicht auf die Plattform. So. Dann noch welche und dann können wir angreifen. Eure Gedanken. Was ist denn jetzt die Raupe? Hallo? Ah, da. Das war die. Gut, gut. Okay. Die nächsten zwei Dragooner. So, da müsste es eigentlich keine Schwierigkeit geben jetzt. Jawohl. Na komm. Okay, einer. Also 5 passen hier drauf. Okay. Dann wisst ihr dann Bescheid. Jawohl. Und du kannst. Ja, kannst ja hier stehen dann. Okay. Dann baue ich noch eine Raupe für hier. Erstmal 10 Scarabs bauen. Und dann lade ich dich hier ab und dann greife ich auch gleich an. Gut. Ah, ich brauche Pylone. Unbedingt. Ja, ich baue hier mal ein bisschen eng. Ich weiß. Aber ist halt so. Also ich hoffe, das reicht. Naja, wenn nicht, dann baue ich hier noch einen Pylon. Dann haben wir Level 8 auch gleich geschafft. So, das muss jetzt reichen. So, dann baue ich noch ein Trägerschiff und einen Beobachter. Yes, Jimmy. Aber klar auf. Das Schiff ist
ist angekommen. Oh ja, das wird gleich reinhauen, ey. Gut, wo habe ich jetzt den Beobachter? Dann mal los, Commander. Da. Beweg mal dich mit Rainer zusammen. Rainer hier. Euch auf, lege ich auf 2, dann deaktiviere ich schnell den Sheet. Und dann greife ich an. Na klar. Aber klar doch. Ach ja, ich habe nur kurz was getrunken. Das könnte gut werden. Muss auch mal sein. Na, die Trägerschiffe sind schneller als ein schwerer Kreuzer. Aber klar doch. Hört sich gut an. Ich glaube, die Kammer ist unten rechts, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber klar doch. Ja, wir können ja das gleich sehen. Hört sich gut an. Aber klar doch. Na klar. Und da ist der Rote. Wow. Exekutor, wir haben Tassadars Stasiszelle gefunden. Wir werden jetzt versuchen, ihn zu befreien. Jo. Ja, super! Oh, ich hasse die, ey. Die müssen mich jedes Mal kristallisieren. Das ist furchtbar. Scheiß Anbieter. Wow. Hat er auch die Bodeneinheiten auf 3? Ja, hat er. Okay. Jawohl. Sehr gut. Erstmal ja wieder, wenn ich ne. Alter Schwede. Ja, es sieht jetzt hier ein bisschen wild aus. Aber es sieht schon gleich anders aus. Oh nein, nein. Ey! Der Drecksack. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. So. Alter. Boah, warum muss das immer so lange dauern, ey? Der haut jedes Mal ab, ey. Aber nicht mit mir. Ach nee, komm, zerstör jetzt die Kammer. Das wird mir zu viel hier. Ich wusste, dass ihr euren Helden retten würdet. Ihr werdet lernen, dass nichts sich dem Willen der Konklave entgegenstellen kann. Macht euren Frieden mit Adun. Haltet ein, Indikator. Die Diener von Tassadar werden nicht fallen, solange der dunkle Templer lebt. Ruft eure Wachen zurück und tretet beiseite. Vielleicht lebt ihr dann lange genug, noch einmal den Mond aufsteigen zu sehen. Ja. Niemand, dem das Licht von Kala so sehr fehlt, wird jemals auf solche Weise mit mir sprechen. Ihr und eure elenden Brüder werdet zusammen mit diesen Verrätern sterben.
Seid ihr wahrhaftig so verblendet von eurer überheblichen Religion, dass ihr den Fall vor euch nicht seht? Eure Konklave glaubt, diesen Krieg zu gewinnen. Doch alles, was sie wirklich erreichte, ist, dem Overmind bei seinem Sieg zu helfen. Wie man gesehen hat. Was könntet ihr denn schon von unseren Plänen wissen, Ketzer? Ihr sprecht von Wissen, Judikator? Ihr sprecht von Erfahrung? Ich bin durch die Dunkelheit zwischen den entferntesten Sternen gereist. Ich habe die Geburt von Negativsonnen erlebt und war Zeuge der Entropie ganzer Realitäten. Meine Erfahrung sagt mir, Aldaris, dass alles, was ihr hier auf Ajun erbaut habt, nichts als ein flüchtiger Traum ist. Ein Traum, aus dem eure ach so teure Konklave erwachen wird, nur um sich in einem noch viel größeren Albtraum wiederzufinden. Wir werden sehen. Kleiner Klugscheißer, Aldaris. Ja, ich hätte jetzt hier natürlich die Einheiten und so, also die Verteidigung hier vernichten können, aber das hätte zu lange gedauert. Deswegen habe ich direkt die Zelle zerstört. Jawohl, Level 8 geschafft und jetzt kommt das vorletzte Level. Also seid gespannt.